der Pause gelingt der Austria der Ausgleich Stankovic auf Tadic 1:1. In der 61. Minute gelb-rote Karte für Dragovic, die Austria in der Unterzahl. Aber in der 77. Minute gelingt nach Zuspiel von Janusovic Stankovic der Siegestreffer zum 2:1. Und dann die 61. Minute, Janusovic und Markreiter per Kopf erzielt das spielentscheidende Tor in dieser Partie. 1:0 in der Schlussphase. Linz trifft wieder für die Austria und zwar in der 13. Minute im Spiel gegen Wiener Neustadt. Nach Vorarbeit von Barasit ist es Linz, der das 1:0 erzielt. Hier Janusovic, dann Barasit und Linz steht richtig. Das ist und in der 65. Minute erhöht Suttner auf 2:0. Also klare Führung für die Austria. Und schließlich in der 72. Minute Linz Pass auf Barasit und er schießt das 3:0 für die Austria. Starke Leistung von Barasit in dieser Partie wieder. Und dann klein Linz per Kopf. Die Austria siegt mit 4:0. Die Anfangsoffensive der Austria geht aber weiter. Und exakt 62 Sekunden später sorgt dann Michael Lindl doch für die frühe Führung. Sorgt ein herausragender Nasir Barasite nach idealem Lindl-Zuspiel in Minute 37 für den 2-Tore-Vorsprung der Wiener Austria. In Minute 54 steht es dann aber doch 3:0 für die Gäste. Slatko Janusovic hat weniger Gegenwehr als im Training und kann sich die Ecke dabei in aller Ruhe aussuchen. Wobei der vierte Treffer in der Nachspielzeit fast noch fallen hat müssen, denn bis dahin heißen die Torschützen eben Lindl, Barasite und Janusovic, nicht aber Roland Linz. Die Austria spielt sich mit schönem Kombinationsfußball somit weiterhin in Richtung Tabellenspitze. Die Fahne ist nicht oben und jetzt gibt's den Elfmeter. Ich gesehen habe, der das Bein stellt, oh, tritt nur gegen das Bein. Ja, also, puh, auch wenn er den Ball treffen wollte, hat... 79. Minute, Anschlusstreffer für die Wiener Austria. 1:2 durch Florian Klein aus einem Elfmeter. Und jetzt ist der Ball im Tor und das Tor zählt. 2:2, Aldimühn. Hier nochmal das Zuspiel und dann ist es Ort Lechner, der... In der 45. Minute, Barasit, glänzende Vorarbeit und Jung ist es, der das 1:0 für die Wiener erzielt. In der 60. Minute schließlich dieser präzise Pass auf Suttner, der richtig in Position läuft. Beim ersten Schuss an Grünwald scheitert, beim zweiten, aber da kommt der Ball irgendwie zu Linz und der erhöht auf 2:0. Und schlussendlich dann in der 79. Minute ist es Janusovic, der mit einem Weitschuss den 3:0-Sieg der Austria fixiert. Vorbei, hat sich hier definitiv grob verschätzt und hier nicht einmal reagiert. Wir sehen noch einmal, der Schuss kommt aus zentraler Position. Ein Bombenschuss, wirklich wenig Zeit, um hier auch noch einen Finger zu rühren für den Salzburger Kapitän. Der wird, glaube ich, auch noch abgefälscht. Ja, genau, am Hintern von einem Salzburger. Ich glaube, es war der Mann mit der Nummer 3. Ich glaube, es war... Der oft nur als Joker agierende Tscheche bekommt den Vorzug gegenüber Nasir Barasit, vermutlich weil er im Training so starke Leistungen geboten hat. Vielleicht werden bald beide gemeinsam zum Einsatz kommen, denn Barasit, der kurz vor dem Führungstreffer eingewechselt wird, gibt sowohl das Zuspiel zum 1:0 als auch zum 2:0 kurz vor Schluss. Torschütze abermals Thomas Jung. Ein sicherer Sieg, könnte man im Nachhinein sagen. Geht Janusovic, Baumgartlinger und jetzt die Chance für Linz und das ist der Ausgleich. 1:1 und das war eine schöne Aktion. Eingeleitet von Baumgartlinger, dann Janusovic, dann der Schuss
den Wolf. Eckball. Wattlechner legt auf für Linz, der wird nicht richtig attackiert. Das hat Wattlechner sehr schön gesehen, dass Linz hier gut anzuspielen ist, hat es gar nicht direkt und selbst versucht, den Ball mit dem Kopf im Tor unterzubringen. Und Roland Linz, er ist da relativ auf sich alleine gestellt. Möglichkeit für Stankovic und er ist drinnen! Torfestival in Kapfenberg, 3:3. Nur 3 Minuten nach der Führung für die Kapfenberger. Diese Aktion Linz, guter Haken, Stankovic ganz frei, aber mit einem Maßschuss. Da hat Raphael Wolf auch keine Chance. Ebenfalls direkt genommen ins rechte Kreuzeck. Super Schuss von Stankovic. Also die weitere Reingabe von Slatko Junosevic und dann ist Roland Linz zur Stelle. Frage, ob er den Ball noch wirklich berührt hat oder ob der direkt hineingegangen ist. Ja, scheint er doch noch berührt zu haben, dadurch Gebauer dann im Endeffekt chancenlos. Ein 17. Minute Duell Lindl gegen Matthias Mark, den 18-Jährigen bei seinem ersten Einsatz von Beginn an bei Wiener Neustadt. Und dann ist Stankovic da mit dem 1:0 runterlassen. Schön gemacht von Lindl. Eckball Junosovic in Minute 73 und Tadic verkürzt zum 2:4. Doch mehr ist für die Wiener nicht drinnen. Doch ob gewollt oder nicht Schützenhilfe, ob er will oder nicht. Wie sich herausstellen sollte. 53. Minute, Parasit auf Lindl und mit der allerersten Austria-Chance das 1:0. Michael Lindl, 8 Minuten im Spiel. Unglaubliche Erleichterung natürlich bei Spielern und auch Trainer Daxbacher. Das war das 1:0 und wir zeigen Ihnen nun ungeschnitten die nächste Szene. Baumgartlinger auf Linz und keine Minute später das 2:0. Da gelingt der Austria 53 Minuten lang überhaupt nichts und dann in einer Minute gleich 2 Tore. Dann Minute 69. Parasit setzt sich durch gegen den ersten, den zweiten, den dritten. Passt zur Mitte und da ist wieder Roland Linz. 3:0. Sein zweites Tor in diesem Spiel, sein 50. insgesamt schon für die Austria und sein 18. Saisontor. Und damit übernimmt Roland Linz auch die Führung in der Torschützenliste. Herrlich gemacht von Parasit. Bereits kurz vor Schluss Baumgartlinger auf den eingewechselten Tadic. Und der macht das 4. Tor. Und noch Minute 91. Wieder Parasit mit einem Gusto-Stückerl. Und er setzt den Schlusspunkt. 5:0. Die Austria gewinnt 5:0 und das nach einer wirklich katastrophalen ersten Hälfte. Parasit. Herrlicher Pass, kein Abseits. Und der Ausgleich und das Tor zählt. Die Austria schlägt schnell zurück. 1:1. Jetzt geht's los hier. Roland Linz liegt wieder vor in der Torschützenliste. Und das ist eine Abseitsposition hier, aus meiner Sicht. Treffer hätte nicht zählen dürfen. Der Pass von Parasit ist gut. Aber ich glaube, dass sowohl Junosevic als auch Linz vorne waren und dieser Treffer nicht hätte zählen dürfen. Aber er zählt und es steht 1:1. Aber die Austria legt jetzt einen Gang rauf. Alles läuft über Lindl. Baumgartlinger geht weg, aber nicht
Leowatz, der mit dem Querpass zu Tomasz Jun. Der Bann ist gebrochen, 54. Minute. Es war kein Abseits, auch nicht vom Baumgartlinger. Und deshalb erübrigen sich alle Diskussionen um die Richtigkeit dieses Treffers. Schön vorbereitet von Marin Leowatz. Klein. Und Roland Linz, ja, das war gar nicht einfach. 1:0, 4 Minuten, 12 Sekunden waren genau gespielt. Hinausgespielt von Linker für Florian Klein, der verpatzt eigentlich schon den ersten Ball, aber auch sein Gegenspieler. Und dann hat er viel zu viel Platz, Linz. Einmal kurz angenommen und auch das kann er sich hier erlauben und dann drückt er den Ball ganz sauber drüber. Schaut alles zu, aber sein direkter Gegenspieler hier, ich denke Zuma, vor allem zu weit weg. Der steht da 3-4 Meter hinter Linz. Schaut das an. Jetzt vielleicht. Florian Klein, schön freigespielt auf der rechten Seite. Linz mit und auch Janosevic kommt mit. 2:0. 25 Minuten gespielt. So, diesmal hinten schön herausgespielt, da ist keiner mitgegangen bei Klein, der hat hier alle Zeit der Welt. Janusovic kommt in vollem Lauf und dann keine Chance für Bayern. Ja, da war die linke Seite wieder komplett aufgerissen beim ersten Treffer, kein Katzer hinten. Oh, ja, ja, ja. Und jetzt geht's zu, jetzt geht's zu. Bis dann, Manuel Ortlechner, diese Flanke auf Roland Linz schlägt. 32. Minute, 1:0 entgegen dem Spielverlauf. Stretched. Sikaia lässt sich da von Ortlechner typieren und Hinteregger steht zu weit weg. Zeitpunkt. Ist die violette Fußballwelt so richtig in Ordnung? Ja, zu zehnt versucht die Austria weiter Druck zu machen und das gelingt auch. Stankovic auf Parasit, 2:1, 73. Minute. Und wieder ist der violette Jubel grenzenlos. Stankovic mit viel Platz in den Rückraum und Zuschauer in dieser Aktion, Simon Schoen.